just hate girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück zu Crow Street mit einem etwas anderen Anfang. Ich habe zwischen den Folgen eben den Renntag beendet und ja, 1500 Bar. Und jetzt kann man hier auswählen, welchen man nimmt. Ich nehme die Super, die ist sogar besser als M3. Ich konnte auch mit dem M3 das eine Sprintrennen, beziehungsweise dieses High-Top-Speed-Rennen da nicht besser abschließen. Ging nicht. Und dann werde ich in den nächsten Folgen hier die Events machen wahrscheinlich. Was sind denn hier für Showdown? In Autopolis. Autobahn ist cool. Das wäre dann noch richtig cool. Autobahnring wieder. Ebisu. Hat man ja schon gesehen. Das andere sehe ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall diese Folge mal nicht fahren. Zum einen, weil ich die Folge mal nicht so lang machen möchte. Und weil ich jetzt ja diesen neuen Wagen habe, den ich über alles liebe eigentlich. Und ja, ich möchte hier für den ein neues Preset machen. So, ist auch im richtigen Modus. Und ja, ich möchte den jetzt quasi auf den, ja, boah, wie soll ich das sagen? Ich kann gerade nicht richtig reden. Den so tun, wie ich es haben möchte. Und werde da ein bisschen Geld rein investieren. So, Nitro natürlich noch. Weil ich da direkt in das beste Nitro investieren werde. Auch wenn es viel kostet. Ich habe mittlerweile 140.000 jetzt nur noch. Wow. Ja. So, das heißt, der ist da schon mal ein bisschen besser. Aerodynamik lasse ich erstmal vorweg. Was hatte ich denn hiervon jetzt nicht? Habe ich einen Turbo drin? Natürlich. Ist nur super. Fahrwerk. Kommt auch direkt was richtig Gutes rein. Ich brauche halt wirklich viel Stabilität bei den Teilen. Damit ich den Wagen halt nicht verliere. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Fahrwerk. Bodenfreiheit möglichst niedrig. Sturz passt. Motor, Nitro-Druck ein bisschen hoch. Bei Nebel. Manchmal nicht so viel. Weil sonst habe ich das Problem, ich verliere den Wagen. Aber Nitro benutzt man sowieso nur auf geraden Strecken. Wenn man das so einstellt wie ich. Also finde ich zumindest, dass man das dann nur dann einsetzen sollte. So, Karosserie-Kit. Ich habe hier zwei, das finde ich aber nicht so schön. Whitebody. Gefällt mir vorne halt nicht. Hinten ist jetzt auch nicht direkt meins. Ich möchte dieses eine. Ich möchte ungefähr das, was ich auch in Dings hab. Das kann ich ja noch autosculpen. Sich. Ha. Das finde ich, sieht hinten halt ziemlich hässlich aus. Bodykit kann echt lange dauern, bis ich mich da entscheide. Wenn ich das... Ich nehme das einmal ganz kurz. Heckstoßstange. Wenn ich das da richtig weit runtersetzen kann, dann nehme ich's. Das macht. Das macht, wie weit es rausgeht.
Hä, was macht? Ich check's nicht. Nehme ich einmal das hier und guck mal, wie das hier ist. Also ich kann es halt deutlich runtersetzen. Things Body Kit würde halt auch viel bringen. Karosserie Kit hier. Gerade White Body. Ich finde es aber an sich halt, wie gesagt, nicht schön. Ich möchte schon White Body mir angucken. Also vorne finde ich es absolut hässlich. Hinten finde ich es auch nicht gerade schön. Boah, ich verbringe hier zu viel Zeit bei dem Dings. Ich nehme einfach mal das. Guck mal, was ich hier so machen kann. Okay, ich kann einiges machen, nur nicht das runtersetzen. Okay, ich kann das hier theoretisch runtersetzen. Aber... ja. Ist auch nicht direkt das, was ich mir vorgestellt habe. Ich nehme es erstmal... So, ich mache einmal hier ganz kurz so, wie ich es mir denken würde, wenn. Deswegen ist, da gefällt mir halt die Front an sich auch nicht so. Nee. Hier. Ich nehme erstmal ein Standard Body Kit, oder? Serien Autoscope. Wenn die anderen mir halt nicht alle gefallen. Oder von mit denen gar keins gefällt. Und die tun sich ja von den Werten her nicht, ob ich jetzt das Autoscope teilnehme oder ein anderes, außer Whitebody, klar. Das macht da nochmal einiges. Was nochmal der Regler hier macht. Weil er geht ja schon ganz schön runter, so. Bodenfreiheit habe ich auch schon ganz runtergesetzt. So. Vinyls mache ich wieder zwischen den Folgen. Weil ich mir da natürlich auch was überlegen muss erst. So. Motorhaube. Carbon ist schon richtig. Ja, Spoiler. Habe ich ja eigentlich den Standard-Spoiler immer drauf. Bei meinem Classic-Tuning. Weil mehr Traktion natürlich an sich nicht schlecht wäre. Das lasse ich weg. Ach so, kann ich nicht machen. Was würde denn so ein Spoiler noch groß bringen? Bisschen was.
Also die Super hat irgendwie noch deutlich mehr Ero, also wirklich deutlich, deutlich mehr. Ich weiß nicht ganz warum. Wahrscheinlich halt durch das Bodykit. Das Fahrwerk, Bremsen, Aufladung, Optik, Karosserie da. Ne, Optik. Erstmal hier mache ich den Lack mal hier matt weiß. Die Scheibenfolien ganz dunkel. Und dann habe ich das schon mal. Und jetzt hier Felgen, alle Felgen. Ich habe ich da jetzt noch mal drauf gehabt. Ich glaube BBS. Ich weiß noch nicht welche. Die hier. Okay, muss ich bei beiden einzeln machen. 95 so, oder nicht 95, sondern 90, aber ja, ein bisschen nach hinten biegen kann man die schon. Okay, das ist die, die ich nicht brauche, aber schön breit sollen sie sein. Also 50% würde ich schon nehmen. Ich meine, es verändert eh nichts an den Werten, von daher. Okay, das habe ich dann schon mal. Spezialtuning, Optik, Felgenfarbe. Matt-Schwarz. Jetzt muss ich halt nur noch mal wegen dem Karosserie-Kit gucken. Matt-Weiß sieht man das schon mal deutlich besser. Moment mal, ich guck mal ganz kurz was. So, okay, so findet er natürlich das nicht. Da muss ich kenne mein Tuning zwar an sich, aber ich muss es trotzdem noch mal sehen. Ich glaube aber nicht, dass ich ein Tuning finde oder ein Bodykit finde, was genauso ist. Nee, von der Front her nicht ansatzweise. Im Heck weiß ich, wie es aussieht. Da wäre das schon das nächste eigentlich, wenn ich das hier komplett aufmache. Sehe dem dann schon sehr ähnlich. Macht das? Ich sehe nichts, aber. Ach, es macht weiter runter. Okay, das ist okay. Ja, das kann man auch hier schön. Kann auch ruhig schön groß. Okay, wenn ich das noch viel größer mache, dann schlägt er direkt auf den Boden auf. Jetzt sieht man nämlich auch mal hier was. Okay, bei denen erkenne ich gar nicht, was passiert. Ah, jetzt weiß ich, was mit die machen. Die drücken quasi die Dings raus. Bei 50 sollte der dann aber gerade drin sein, oder? So, runterziehen kann man das.
Ja, das kann auch mal. Okay, das muss ich schließen, wenn es geht. Warum sieht man dann noch? Und ja. Nehme ich das halt so hin. Irgendwo ran wird man dann noch mal drehen können, dann ist es auch noch mal besser. Und sonst habe ich alles. Optik mache ich dann noch. Beziehungsweise eine Sache kann ich sogar machen. Erkennt man auch schon, je nachdem. Oder die meine Videos kennen, wissen sowieso schon, was ich machen werde. Graffiti-Flaggen, wo ist es denn? Grafikformen hier, 23. Jetzt muss ich nur zum einen die Farbe hinkriegen und das so über das ganze Auto ziehen. Ah, das passt soweit. So. Ah, das sieht so ein bisschen komisch aus jetzt hinten gerade noch. Ich hoffe mal, das kriege ich noch geändert. Jetzt nochmal neue Schicht hinzufügen. Form 23. Ich brauche nämlich nochmal eine weiße Form. Weil ich den Rest dunkel machen muss. Größtenteils. Ich hoffe mal, das passt so schon vorne. Ja, passt. So. Und dann jetzt Lack. Matt schwarz. Naja, ganz passend tut's noch nicht. Vinyls, das hier. So. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.